Tauben pfeif wie die Spatzen, hüpf wie ein Frosch durch die ganze Stadt. Hirsch wie die Katzen auf leisen Sohlen, all den kleinen Mäusen nach. Hab nem Engel in die Augen geschaut, bin auf Wolken geflogen, hab den Mond verbogen und seine Grüße an die Sonne bestellt. Springen die Pfützen, spritz die Autos nass. Umarme Leute, die ich niemals sah. Klauen und Bullen, einfach die Mütze und schreien laut: Hilfe, Überfall! Hab dem Engel in die Augen geschaut. Bin auf Wolken geflogen, den Mond verbogen und seine Grüße an die Sonne bestellt. Tanz auf der Straße, auf einem Bein, streck dem Bus die Zunge raus, bell die Hunde vor den Läden an und verschenke als Versöhnung Lebertran. Hab nem Engel in die Augen geschaut, bin auf Wolken geflogen, hab den Mond verbogen und seine Grüße an die Sonne bestellt. Herzlich willkommen zur offenen Liederbühne im Zimmer 16. Es ist Winter geworden. Nö. Was, wie, nö? Also ich hab Schnee gesehen. Ich hab tatsächlich Schnee gesehen. Wirklich? Ja, doch. Das war irgendwie, ich hab Fenster aufgehabt und saß auf meinem Hometrainer und wollte gerade quasi in die Weite und dann denke ich, das kann doch nicht wahr sein, Leute. Schnee am Sonntag. Ja, das muss die Klimaerwärmung sein, oder? Einen anderen Grund kann es nicht geben. Scheiße, die Russen sind da. Ja, das ist irgendwie. Aber ich meine, es hat seinen Vorteil, wenn man sich jetzt einfach auf die Kreuzung setzt und einpullert, friert man fest, man spart Klebstoff. Das hat auch seinen Vorteil. Was einem denn sozusagen den Abend, die Zeit da verlängern könnte, wäre Rauschgift. Das macht einen schönen Tag. Der macht sich jetzt auf den Weg. Jetzt habe ich hier den falschen Zettel, das ist auch super. Kannst du das ausprobieren mit dem Einpullern? Mit dem Einpullern? Also ja, aber es ist so lange her, dass ich ja keine Erinnerung mehr dran habe. Oder es lag am Rauschgift. Du gehst auf die Bühne, suchst den Stuhl oder wo du, wenn du stehen möchtest, kannst du auch stehen. Ich werde dich zu nichts zwingen. Der junge Mann, der jetzt kommt, kommt eigentlich aus Berlin, obwohl er auf Erfurt kommt und jetzt wieder aus Berlin. Aha. Ja, das dachte ich auch, als er mir das erzählte. Aha. Ja, ich habe in Thüringen studiert, 3 Jahre, aber ich komme ursprünglich aus Berlin. Und ich freue mich mal wieder in meiner Heimatstadt zu spielen. Auf jeden Fall. Große Knauze, ne, die Berliner. Naja, auf jeden Fall. Oh, jetzt kann man mich auch hören, dann fühlt man wieder gleich viel besser. Und da habe ich heute auch 3 Songs mitgebracht, bin so ein bisschen aus der Übung. Der erste Song ist eigentlich ein alter Song, aber trotzdem immer noch sehr aktuell, weil ich bin jetzt mit meinem Studium fertig geworden. Und da war halt auch die Frage, boah, willst du das dein Leben lang machen? Und dann kommt die Gesellschaft. Und ich habe einfach gelernt, jetzt so während meines Lebens und in meinen jungen Jahren, dass man einfach so sein eigenes Ding machen soll und auch auf irgendwelche Zwänge scheißen soll. Und der erste Song heißt Lebendiger als je zuvor. Ja. Und der geht so. Viel Spaß. Thank you.
aussteigen und zu hoffen, dass all ihre Träume schweigen. Und frag nicht, wann ich komm, ich bin auf und davon. Lebendiger als je zuvor, ehrlich zu mir selbst und falsch im Todesohr. Und frag nicht, wann ich komm, ich bin auf und davon. Lebendiger als je zuvor, ehrlich zu mir selbst und falsch im Todesohr. Das freut mich sehr. Der zweite Song, für mich persönlich ein sehr, sehr wichtiger Song. Der Song heißt Utopien. Und als ich auch dieses Jahr irgendwie so oft von dem Krieg gehört habe, im Februar, war ich sehr, sehr traurig darüber. Und der Song ist schon ein kleines bisschen älter, aber ich habe den dieses Jahr das erste Mal in Frankfurt das live gespielt. Und es geht einfach darum, dass wir niemals unsere Ideale aufgeben dürfen. Und auch in einer Utopie zu leben, ist unheimlich wichtig. Und ja, Frieden, Leute. Das finde ich, ah, ich brenne dafür. Und ja, der nächste Song heißt Utopie und ja, der geht folgendermaßen. So. Muss man irgendwie mal ein bisschen hochkrempeln, wenn das stört das hier. So, jetzt aber. Sind die Rosen, doch sie blühen weiter in unserem Herz. Verfolgt von bittersüßen Psychosen, erstochen von seelischem Schmerz.
Schweinshut liegt die Stille, verborgen in dieser Zeit. Ein Ende ohne Wille, sie weckt unsere Heimatlosigkeit. Und wir sind auf der Flucht und wissen nicht wohin. Song habe ich jetzt noch, ein Liebessong sogar, der fehlt so ein bisschen. Ist ein ganz, ganz romantischer und richtig kitschig und ja, da müsst ihr jetzt mal durch. Muss ja auch mal sein, oder? Okay, und der Song heißt Steine und ja, den habe ich live gar nicht mal so oft gespielt, aber einer von meinen persönlichen Lieblingssongs und ja,
der geht folgendermaßen. Und es geht praktisch einfach mit zuhören, wenn ich nicht rede. Erinnerung, den schwarzen Nebel und die Abschied nehmen. Können in Dunkelheit den Geruch von Farbe sehen. Das Blut deiner Jungfräulichkeit lässt das Salz in der Luft verschwinden. Dein Tod ist mein Weg, um uns selbst zu finden. Keine Tränen weinen auf zerrissenen Briefen. Ich werfe weiter mit Steinen, auch wenn sie auf uns schießen. Apathisch im Schatten meiner Schuld, zeichnen deine Lippen schizophrene Bilder auf meinen viel zu trockenen Mund. Auf deinen viel zu trockenen Mund. Und heiser schreit das Gewissen, verzweifelt durch den Raum. So seelenlos voller Hoffnung, als wäre alles nur ein Traum. Und keine Tränen weinen zerrissenen Briefen. Ich werfe weiter mit Stein, auch wenn sie auf uns schießen. Und keine Tränen weinen auf zerrissenen Briefen. Ich werfe weiter mit Stein, wenn sie auf uns schießen. Ich werfe weiter mit Stein, nur wenn sie auf uns schießen. Dankeschön. Danke ans Rauschke. Ja. Komisch, wieso eigentlich bei Liebeslied sofort an Kitsch denkt. Seltsam. Ich finde lieber was Schönes. Das ist gar nicht so kitschig. Kitschig finde ich eher was Sachen, für die man sich schämen muss. Also kitsch ist etwas, für man sich schämen muss. Man muss man sich. Ist völlig alles egal. Nein, kitsch ist schön. Kitsch ist, ja, man darf sich auch für was Schönes schämen. Wenn es kitsch ist. Der Künstler, der jetzt kommt, hat auch eine CD, aber leider nicht bei. Er hat sie vergessen. Er musste sich den weiten Weg von, ich weiß gar nicht wo, aber quer durch Berlin hier durchschlagen, durch die Unbilden des Berliner Nahverkehrs. Wir erinnern uns, am Alex ist gerade irgendwie große Malaise. Herzlich willkommen, Arvid Wolf. Wir haben alles da, wir haben Noten. Noten haben wir, ja, Ständer haben wir. Irgendwie so in die Nähe, das ist doch. Nähe. Jo. Wehe, wehe, es sind Krähen in der Nähe. So. Du stehst oder sitzt? Guck mal den Stuhl. Bisschen schwimmen, hab's gleich. Ist ein bisschen unterkühlt. Du bist kleiner als ich. Dann kann ich so, Kabel nochmal hier. So. Darf ich dir das schon mal zutun? Wo wäre dein Eingang? Du hast selbst. So, ihr Lieben. Ah, da muss ich irgendwo rein. So. Kommt er denn an? Ja, ja. Gut. Mach immer. Wie schön. So, ich würde auch mal mit einem Herbstlied anfangen. Das hatte ich mir schon überlegt und dann bin ich rausgegangen und dachte, oh verdammt, es schneit. Was? Ich muss ja eigentlich ein Winterlied singen, aber das Herbstlied geht deswegen, weil darin auch der November vorkommt. Und November haben wir ja noch. Mhm.
Herbstnebel über Charlotte. Herbstnebel über der Stadt. Herbstnebel, du willst doch was sagen, schreibst auf nassen Asphalt. Herbstnebel über Charlottenburg, das ist ein Zeichen für Halt. Das ist ein Zeichen für Halt. Herbstregen kalt auf meiner Jacke. Herbstregen kalt im Gesicht. Herbstregen, du versammelst zu Pfützen, was auf meiner Seele klebt. Herbstregen über Charlottenburg, was mit Wasser und Schwingkraft noch geht. Was mit Wasser und Schwingkraft noch geht. Herbstlichter über Charlottenburg, Herbstlichter über die Stadt. Herbstlichter meinen, was im Sommer tanzt, entfiebert jetzt und ruht. Herbstlichter über Charlottenburg, im November geht's mir immer gut. Im November geht's mir immer gut. Nee, das habe ich nicht. Also, das nächste Lied geht darum, wenn man in Berlin wohnt, ist immer ganz schön, da kriegt man viel Besuch von Leuten, die sich Berlin anschauen wollen und dann bei dir absteigen. Das mag ich sehr gerne und dann kommen die meisten und sagen halt, wo muss man hin und dann kriegen sie einen Stadtplan von mir, eine Dauerkarte für die U-Bahn und schauen sich alle Sehenswürdigkeiten an. Es gibt aber auch Leute, die kommen aus ganz anderen Gründen nach Berlin. Darum geht es im nächsten Lied. Das Lied heißt Du und die Spree. Die Stadt, aus der du kommst, ist klein und klebrig fragen deine Nachbarn. Verstohlen öffnet eine Tür. Die Wände sind dünn wie Papier. Treppenhaus steht dicke Luft. Argwohn an jedem Namensschild. Die Hausordnung ist seitenlang und überwacht der Hauseingang. Mit deinem Rucksack in Berlin zieht dich zum Alex gar nichts hin. Du willst nicht am die Siegessäule und nicht zum Kudamm ins Café. Mit deiner Hand ziehst du mich fort. Du willst zum Atmen, nur zum Atmen. Du willst zum Atmen an die Spree. Mit deiner Hand ziehst du mich fort. Du willst zum Atmen, nur zum Atmen. Du willst zum Atmen an die Spree. Um dich herum Beziehungsglück. Doch du bist wieder mal allein. Bleibst Scheidungskind in einer Stadt, wo jeder Haus und Garten hat. In Stein gehauen ist dein Weg. Tausend Sohlen ausgefurcht. Am Anfang steht geboren hier. Ein Gartenteil gehört schon dir. Mit deinem Rucksack in Berlin zieht dich zum Alex gar nicht hin. Du willst nicht an die Siegessäule und nicht zum Kudamm ins Café. Mit deiner Hand ziehst du mich fort. Du willst zum Atmen,
nur zum Atmen. Du willst zum Atmen die Spree. Du willst zum Atmen, nur zum Atmen. Du willst zum Atmen die Spree. Du willst zum Atmen die Spree. Denn nur was fließt und sich bewegt, das gibt dich frei und hält zugleich. Dein Herz, das mit den Wellen schwellt. Mit deinem Rucksack in Berlin zieht dich zum Alex gar nichts hin. Du willst nicht an die Siegessäule und nicht zum Rudern ins Café. Mit deiner Hand ziehst du mich fort. Du willst zum Atmen, nur zum Atmen. Du willst zum Atmen an die Spree. So, und jetzt habe ich euch noch was mitgebracht. Da ist der Text nicht von mir, sondern ich mag Wolfgang Borchert. Erzähle ich, glaube ich, immer wieder. Wolfgang Borchert, der so zu dem Bereich, zum Bereich der sogenannten Trümmerliteratur gehört, hat unter der Nazis wahnsinnig gelitten, ist sehr früh gestorben, weil sie ihn einfach kaputtgeschunden haben, wurde nur 26 Jahre alt. Hat wunderschöne Sachen geschrieben, darunter unter anderem diesen Text. Er heißt Versuch es. Stell dich mitten in den Regen, glaub an seine Tropfen Segen, spinn in das Rauschen ein und versuche gut zu sein. Und versuche gut zu sein. Zieht mich auch nichts hin, das kann ich völlig verstehen, das ist nicht... Du schneidest das Gras wieder auf der grüneren Seite, das hat mir noch nie recht geschmeckt. Und stelle ich dich, treffen mich die grimmigen Worte, das hat dir der Teufel gesteckt. Du bist mein Ruhm, ich wir tanzen durch das Feuer. Auch wenn du manchmal spinnst, ein bisschen gäb ich dich nie für Gold noch Holz. Yeah. Ich könnte dir ja vielleicht gar im zornigen Tone Kunde tun. Ich weiß, wie er heißt. Doch hätte ich Angst davor, dass du stampfenden Fußes und voll Wut das Tischtuch zerreißt. Du bist mein Rumpel, ich dein Stilzchen, wir tanzen durch das Feuer. Auch wenn du manchmal spinnst, ein bisschen geb ich dich nie, viel Gold noch heute.
ist so groß, genug Platz für mehrere Zimmer. Und auch ich hab in ihm ein Bett. Doch fände ich es, gäbest du dir größere Mühe. Mein Versteck der anderen sehr nett. Du bist mein Rummel, ich dein Stützchen. Wir tanzen durch das Feuer. Auch wenn du manchmal spinnst, ein bisschen geb ich dich lieb. Für Gold noch Heu. Dein Stützchen, wir tanzen durch das Feuer. Auch wenn du manchmal spürst, ein bisschen geb ich dich nie für Gold noch Heu. Und weiter geht's mit der offenen Liederbühne im Zimmer 16. Wir greifen wieder zur Pfeife. Nochmal ein herzliches Willkommen für Rauschgift. So, du warst der junge Mann, der für seine Gitarre, glaube ich, ein Mikrofon benötigte. Gewalt ist auch im Spiel. Ja, von welcher Seite? Ich brauche nochmal meinen Wein. Okay. Ohne Wein kein Sein, oder wie? So sieht's aus, auf jeden Fall. So, das ist jetzt irgendwie undekorativ, muss ich mal sagen. Du willst dich hinsetzen. Abwärts. Zwei Songs, ne? Zwei. Ja, so ungefähr. Ach, du bist im Sitzen gewesen. Na gut. Ich habe keine Ahnung. Ich erinnere mich. Oh, mein Gott. Was für ein schönes Geräusch. So, ich bin's nochmal, hallo. Schön, jetzt irgendwie nochmal in der zweiten Runde zu spielen. Ich habe jetzt nochmal zwei Songs irgendwie aus dem Keller gepackt. Der nächste Song jetzt von mir heißt Hinterhof. Eigentlich auch sehr, sehr neu. Ich hatte mal damals irgendwie bei den Müttern so einen sehr guten Kumpel gehabt. Und der hatte irgendwie so eine Altbauwohnung mit so einem Hinterhof, so typisch Berliner Style. Und dann haben wir damals immer sehr viel gesoffen und gefeiert, bis die Polizei gekommen sind und mit Lernprotokoll und... Es war eine sehr, sehr wilde Zeit. Ich kann mich an die Zeit leider auch gar nicht mehr so erinnern. Aber das, was übrig geblieben ist, das habe ich so ein bisschen in diesen Song gepackt. Und der heißt Hinterhof. Und der geht folgendermaßen. Mit schwarzblutigen Zungen beschmieren wir weißleere Wände in verrauchten Altbauküchen. Zwischen Schnaps und Nikotin in einem Rausch aus Ketamin erzählen wir von Nacktheit und Lust. Zerrissene Stimmen küssen ihre Brust. Sie verschwinden lautlos im Wald und wir zittern, unsere Lippen werden kalt. Unter unseren Füßen hinterbrennen Barrikaden. Wir ritten uns sinnlose Kunst auf zerstochenen Armen. Und wir hören, wie du atmest, wie du auf die Veränderung wartest. Gefangen Raum von Zeit, während die Sehnsucht in dir schreit nach unseren Träumen und deiner Wirklichkeit. Musik.
Sehnsucht in dir schreit nach unseren Träumen und deiner Wirklichkeit. Dankeschön. Song mitgebracht und der Song ist schon relativ alt, den habe ich auch mit meiner alten Band mal performt und geschrieben und der heißt Das letzte Mal und ja, mit diesem Song werde ich mich jetzt von euch verabschieden und es war richtig schön bei eurer Open Stage teilzunehmen, da bedanke ich mich nochmal, auch der Wein schmeckt sehr, sehr gut und ich komme auf jeden Fall irgendwann wieder, bitteschön und genau richtig, das letzte Mal. Ein letzter zurück auf leere Straßen, auf bettelnde Noten, in verdreckten Gassen. Der letzte Feind, die letzte Prügelei, die letzte Nacht, die letzte Sauferei. Sich gerade irgendwo versteckt. Ach, da kommt er. Genau, Arvid Wolf. Herzlich willkommen noch. Du brauchst wieder einen roten Ständer. So, nun haben wir auch einen Ständer. Dietrich, chill. Danke. Bleib mal kurz zwischen zwei. Kurze Oberphase. Ich hab's gleich. Ich kann sich nur noch um Stunden haben. Okay.
seit Tagen gräbst du dich ein, aus deiner Wand so schön wie und der Welt. Du nagelst die Fenster, riegelst die Tür und prüfst, ob das Kettenschloss. Lass mich erraten, sie war wieder da. Frau, mach doch und Herr wunderbar. Sie muss an dein Zimmer und wissen wie immer, was falsch und was richtig war. Komm, liebe Amelie, komm, liebe Amelie, komm und hebe den Blick. Dreh dich an mich und lies in den Wolken, was die so schreiben vom Glück. Komm, liebe Amelie, komm, liebe Amelie, komm und hebe den Blick. Dreh dich an mich und lies in den Wolken, was die so schreiben vom Glück. Hast geworben, gekämpft und erzählt von den Trampelpfaden der Welt. Sie haben gelacht, deine Zeit sei vertan, auf der Autobahn spare mein Geld. Komm, liebe Amelie, komm und hebe den Blick. Dreh dich an mich und lies in den Wolken, was die so schreiben vom Glück. Liebe Amelie, komm, liebe Amelie, komm und hebe den Blick. Dreh dich an mich und lies in den Wolken, was die so schreiben vom Glück. Bleib doch einfach so, wie du bist, weil dein Weg schlicht der schönere ist. Ich mag's, wenn du träumst, wenn du zweifelst und fragst, ob der Sturm immer glücklich ist. Liebe Amelie, komm und hebe den Blick. Lehn dich an mich und lies in den Wolken, was die so schreiben vom Glück. Komm, liebe Amelie, komm und hebe den Blick. Lehn dich an mich und lies in den Wolken, was die so schreiben vom Glück. Doch noch zum Winterlied, wie schön. Mal gucken. Schön gemacht. Moment, da scheppert was. Du hast übrigens volle 10 Minuten Arbeit, ne? Oh, dankeschön. Da könnte man nicht mal auf ein bisschen mehr einreihen. Heißt Winterkind. Wenn's friert, greift sie ihre Jacke, will hinaus zu den Tieren im Wald. Auf reif bedeckten Wegen und durch Lichtung im knietiefen Schnee folgt sie wie fiebernd den Spuren des Fuchses und lauscht, wenn er steht und ruft, du bist nicht.
passiert, dann setzt sie entschieden nicht einen Fuß in die Stadt. Hier weiß sie nicht, wer sie sein wird und schon gar nicht, wer sie jetzt ist. Aus Stimmen und Straßenlichtern formiert sich ein Dauerverhör. Sag Winterkind, hast du keine Ruhe? Sag Winterkind, hast du keine Ruhe? Sag Winterkind, hast du keine Ruhe? Wollte ich noch was von Wolfgang Borchert spielen. Wie gesagt, das sind keine Lieder von ihm, sondern Gedichte, die ich dann vertont habe. Das berühmteste Stück von Wolfgang Borchert, das habe ich vorhin vergessen, ist eigentlich sein Theaterstück, Draußen vor der Tür. Vielleicht kennt der eine oder andere das. Jedenfalls habe ich ihn so kennengelernt. Das war, glaube ich, eine Pflichtlektüre bei mir in der Schule, ganz schrecklich. Und darauf bin ich auf diesen doch wunderbaren Dichter gestoßen. Abendlied. Ich singe jetzt auch ein Abschiedslied, wobei die meisten Abschiedslieder ja ziemlich traurig sind, weil man irgendwie, naja, man muss weg und man hat den inneren Schmerz und würde gerne bleiben. Es gibt aber Abschiede, die sind gar nicht traurig. So aus der Kiste nichts wie weg hier. Und darum geht es in diesem Lied. Das heißt, du längst. Zu Hause war.
nicht durchgesehen, dein Blick abgewandt, es wird schon gehen, sag, wie? Ich fange mal an, zu schnell. Ich muss nachgucken, tut mir leid. Dankeschön. Die nächste offene Liederbühne. Am 5.12. wäre die nächste offene Bühne mit Ute Danielzig. Wir sehen uns hoffentlich zumindest in Teilen am 30.12., wo Ute und ich ein Konzert hier haben. Im nächsten Jahr müssen wir mal ein bisschen sehen, was passiert. Hier wird nämlich gebaut, weil irgendwo der Schwamm im Hause ist. Wir haben ihn noch nicht gefunden, sonst hätten wir ihn schon ausgedrückt oder irgendwie so. Ein herzliches Dankeschön, dass ihr, Ute, du willst irgendwann loswerden, oder? Ein Schlussbild bitte noch, die Musiker auf die Bühne schon mal hinter mir. Ein herzliches Dankeschön für Holmann der Bar. Und der Mann an der Technik, Mario, danke. So, wir räumen jetzt ein bisschen auf, damit wir ein Abschlussbild bekommen. Reichen wir mal das Kaffee. Das macht der Detlef. Der ist hier ein Vereinsmitglied und falls ihr das geil findet, Vereinsmitglieder zu sein, ihr könnt das werden. Neben Flyer oh, mit stehen Adressen drauf. Was kann man denn beeilen? Was kann man denn beeilen? Ich soll in die Mitte gehen. Also du musst bei zu viert in die Mitte gehen. Das ist ich muss bei zu viert in die Mitte gehen. Ach, das ist interessant. Was sind denn für Geräusche? Ah! Jetzt sollen wir sagen, Vogelstimmen nicht für Cheap Cheap oder was? Vogelstimmen nicht für Cheap. Das ist einfach geil, oder? Nicht Vögel?
Detlef, du sagst, wenn wir... Ich bin fertig, oder? So, ich fahr schon mal nach Hause und ihr bleibt noch 4 Stunden. Danke, macht's gut. Danke.